glaube, der zweite ist der hier Wittens Legende. Nee, mache ich das jetzt gleich mal hier vorbei. Mache ich das gleich mal aus. Deswegen. Deswegen. Hä? Ja, ich glaube, dass der hier Wittens Legende. Manches. Marcel dann der Dritte oder was? Ja, eben. Ach, wie drei, siehst du? So, ja, ich weiß nicht, bei mir aktualisiert sich das nicht so schnell, glaube ich. Ja, ein, zwei Stündchen, dann hast du mehr Leute hier hängen. Ja. Als auch Feiertag, Wochenende gewesen, wenn er da. Eben. Nee, ist ja auch nicht Ist schlimm, ist ja kein Ding. bald mehr los. So, hier hole ich mir jetzt noch meinen Fisch ab. Aber das ist echt witzig, immer wenn ich hier hinkomme, oder was heißt immer, sage ich mal, 99% der Zeit hängt hier was dran. Und immer was anderes, das ist auch geil. Jetzt holt er dich aber gleich ein. Guck mal hier, 5, also 5 Kilo, ey. Ja.
gespannt, was das Wetter jetzt heute Nacht veranstaltet hier. Immer noch schlechtes Wetter oder wird's besser denn? Ich weiß nicht, was gut und was schlecht ist. Das versuche ich rauszufinden. Ich glaube halt, man braucht so irgendwie am besten 8 bis 10 Grad nachts. Also so zwischen wahrscheinlich 8 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Okay. Und das ist auch meistens irgendwann mal kurz drin. Meistens eher früher. Jetzt heute weiß ich es nicht, weil wir haben jetzt 3 Uhr, wir sind schon bei fast 10 Grad. Aber morgen wird halt dann ein mega warmer Tag angeblich. Also kann es sein, dass es jetzt in der Nacht extrem schnell hochgeht und dass man dann halt ein bisschen später die Zeit kriegt. Ach so, dass sich das dadurch verschiebt, meinst du? Ja, und wenn die dann noch mehr in die Morgenzeit reinkommt, in die extreme Fangzeit, kann es sein, dass das besser wird oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spekulatius. Ausprobieren. Mehr kann ich da nicht machen. Mehr kannst du nicht machen, das stimmt wohl. Aber eigentlich, naja, wenn es so weitergeht, ist es auf jeden Fall um 8, 9 Uhr zu kalt. Okay. Aber jetzt geht's schon. Entweder ich bin total behindert oder die Wettervorhersage verändert sich und ist nicht ganz präzise. Ja, da ist doch auch eh nur so ein Ausschnitt, Ohne oder? Wettervorhersage irgendwie. Ja. Nee, aber auch irgendwie, als ob da dann so heute steht für morgen Gewitter drin und dann irgendwie 10 Minuten später gucke ich nochmal und gucke eigentlich nach was anderem, steht morgen nicht mehr Gewitter drin, sondern steht dann irgendwie nur noch Regen. Okay, das ist scheiße. Und ja. Ja, können ja keine Ahnung, gibt es ja auch so öfter, dass es das sich so Vorhersagen ändern. Ne? Kann ja sein, dass da wirklich nur so. Aber kann man sich ja gar nicht mehr drauf einstellen, dann hier im in der guten Simulation. Ja gut, aber kannst du dich ja sonst auch nicht, kannst du ja auch nicht sagen, ich fahre dann und dann dahin und dann ist das und das Wetter, musst halt an dem Scheißpunkt stehen und sagen, oh ja, jetzt ist das Wetter. Ja, okay, ne? Da ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Man kann abschätzen, wann man bessere Chancen auch darauf hat, aber ob es dann wirklich eintritt, ne? Jetzt doch selber fest im Urlaub, bis 2 Wochen Sonne angesagt, hast 10 Tage Regen. Ja, das stimmt wohl. Bitte? Es wird echt original jetzt schon warm. Das ist ja noch komisch. Naja. Na, guck mal, was das gibt.
Sehr schön. Also so ein atlantischer Lachs mit Premium gibt ja auch schon knapp 10.000 DP, das ist auch schon nicht schlecht. Welches Gewicht? Bitte? Mit welchem Gewicht? Warte mal, ich bin gerade am Einkurbeln, aber das kannst du eben im Chat sehen. Ich glaube 3, noch was. 3,7. Forelle auf jeden Fall. Bitte? Klingt voll besser als eine Scheißforelle. Ja. Ja, am Anfang fand ich hier diesen Lachs auch nicht so cool, aber jetzt denke ich mir, wenn der Ja, kommt in so. groß, ist das schon echt ordentlich. Was gibt es sonst Vernünftiges in Deutschland? Ich bin eigentlich echt zufrieden hier. Atlantischer Seelachs, was war das noch? Ein Zander, wenn der groß ist. Mit der anderen Angel habe ich halt den Giebel, 1 Kilo, war auch okay. Ja, ansonsten war es das gerade bei mir. Ja, okay, Döbel habe ich auch noch, die sind auch noch relativ akzeptabel. Ja, und wenn du Glück hast, so eine Flussmuschel. Also Lachs und Rapfen. Ich glaube, Rapfen habe ich diese Runde. Doch, habe ich wohl einen einzigen gefangen. Oha, der rennt. So, das war mir zu knapp. Puh. Was passiert? Ich habe doch eben irgendwie hat er mir doch das Vorfach durchgebissen. Und weil die andere Spule schon, ich glaube, bei 20% war, habe ich jetzt eine andere Spule drauf gemacht. Eine andere Schnur drauf gemacht. Und jetzt gerade, ich habe eigentlich mich noch voll sicher gefühlt, sehe ich unten rechts ihre
Schnur ist schon am Ende und dann gucke ich hier in den Kreis, ist da nur noch ein ganz kleiner Fisselchen in Rot da übrig. Okay. Hab ich sofort Alt F4, zack, bam. Gar nicht lange überlegen, direkt raus. War mir zu heikel, das Ganze. Der so lang gezogen? Der hat auf jeden Fall richtig ordentlich gezogen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ich war gerade irgendwie nicht mehr. Wie viele Meter hast du überhaupt? Das wollte ich gerade sagen. Ich war gerade nicht mehr im Bilde, was ich da für eine Spule drauf gemacht habe. Ich dachte, es wäre eine 300-Meter-Spule. Weil als ich mir in letzter Zeit neue Spulen gekauft habe, das waren immer 300er. Deswegen war ich jetzt selber gerade ein bisschen. Aber zum Glück kommt ja unten die Warnung, ey. Wenn das nicht gekommen wäre, mein Gott, ey. Weiß ich gerade gar nicht mehr, welche von den beiden das war. Aber hier ist noch alles drauf. Auch der auch. Gut. Ah, nee, ich muss aber gucken, welche jetzt so kurz hier ist. Ach krass, die hier, weil die so dick ist. 70 Meter habe ich drauf. Geil. Jo, dann muss ich wohl glatt eine neue holen. Oh nee, so ist schon die. Nee, das kann ich nicht machen. Dann hole ich mir doch eine neue. Monophilschnur auf so einer. Was? Mit einer Monophilschnur auf so einer kleinen Spule wirst du nicht glücklich. Nee, ne? Das hört sich doch besser an. 18 mm, 12 Kilo. Aber warte mal, was habe ich denn? 12 ist auch schon zu viel. Dann muss ich doch die 9,2 nehmen und die, glaube ich, habe ich sogar noch. Es gibt auch andere, guck mal. Warte mal. Ich will aber ganz kurz hier nochmal gucken. Ach so, 10,5. Ja, okay, nee, da habe ich nicht mehr genug drauf. Und 9,2, die ist schon runter. Nee. Also, Was? es gibt mega viele unterschiedliche Schnüre. Da gibt es auch eine mit, du wirst garantiert eine mit 10 oder 11 nehmen. Wo würdest du denn gucken? Bei geflochtener? Runter, ja. Wenn du eine dünne haben willst, würdest du mal unter geflochtener gucken. Ja. Aber das hier sind alles dieselben. Ist, glaube ich, nur die Farbe unterschiedlich. Ja, aber da gibt es schon auch verschiedene Modelle, das sind nicht alles dieselben. Okay. Gut. Max. Die ersten, das sind irgendwie Power Braid, danach kommt Ultra Heavy Braid, die kannst du vergessen, das ist eine total dicke. Ja. Dann diese Jan. Muss mal am Namen gucken, da gibt es nochmal kleine Unterschiede. Dann müsste es auch noch ein paar von Nicht Snake geben. Einfach mal durchklicken, weil sonst findet man irgendwas, was einem dann näher kommt. Ich würde sagen, die Simons, die Extras, die Dinger. Welche? Die hier, ne? Ja. War ich auch gerade. Ach, guck Die mal, sind immer gut. 10,2. Der Sache doch schon näher, oder? Ja. Was war jetzt Mal der gucken, wann es Unterschied? dann einmal alle Schnüre durchklicken, gucken, was die schönste ist. Ey. Ich glaube, die Hälfte passt. Was heißen jetzt hier BL und HK? Weißt du das? Steht das Ja, hier das ist die irgendwo? Farbe, denke ich mal. Ach so, ja, alles klar. Guck mal,
kostet eh dasselbe, ja komm. 10,2. Und zack, schon wieder Kohle weg. Ich wollte doch sparen, Mann. Warte mal eben. Warum hattest du da überhaupt eine neue Schnur drauf gemacht? Die ist dann nur das Vorfach weggerissen. Kauf dir doch ein neues Vorfach und pack die alte Schnur wieder drauf und verkauf die wieder. Oder verstehe ich da gerade irgendwas falsch? Die alte habe ich weggemacht, weil die mit dem Verschleiß. Ah, Ich okay. glaube, die hier war. Ne, welche waren das? Ach Achso, ich Quatsch. dachte, nee, sorry, dann alles gut. Ich dachte, dann wäre nur wegen dem gerissenen Vorfach gewesen. Nee, das war auch wegen dem Verschleiß. Ich bin gerade nur im Überlegen, welche das war. Das muss die hier, genau, die hier mit 12 Kilo und hatte schon 17% Verschleiß. Und mein Vorfach hat 11,6. Deswegen wollte ich das nicht machen. Aber ich habe die ja jetzt geholt, sowieso. Aber warte mal. Ich bin ja auch blöd, ne? Da komme ich mit dem Vorfach immer noch nicht weiter. Hast du eigentlich recht? Kann ich eigentlich nur ein kleineres Vorfach nehmen? Brauchst du für ein Vorfach? 10 Kilo. Warte mal, da habe ich ungefähr. Nee, sogar noch weniger. Was ist denn das hier? 2, ja. Es gehen ungefähr 2 runter. 4, ja. 9 Kilo habe ich. Warte mal, 9 Kilo habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nein. Ja, aber warte mal, ich bin eh jetzt am Shop. Dann hole ich mir das eben. Das ist kein Problem. Danke auf jeden Fall. Lass mich mal gucken, es kann auch sein, dass ich welche machen kann, die 9,8 haben. Oh ja, das wäre vielleicht noch besser. Ja, wie gesagt, ich komme hier mit meiner 12 Kilo und 17% Verschleiß. Das denke ich ist so plus minus 9 noch was. Das heißt, wenn du eine 9 Kilo hättest, wäre schon ausreichend. Weil ich will ja auf jeden Fall ein bisschen drunter bleiben. So, mit dem genau, das Herstellen, das wollte ich auch mal Nee, gucken. sorry, glaube ich war 13,8 war das. Aber warte mal, was habe ich denn an Haken hier? Ne, ich kann 9 Kilo, das war's, dann kann ich das nicht machen. Ja, kein Stress. Ich gucke jetzt mal hier. Aber die hat schon voll den. Der Verschleiß gilt dann wahrscheinlich auch für die Vorfächer, wenn ich einen verschleißte Schnur nehme, ne? Bitte? Meinst du? Ne, das sollte für die Vorfächer gelten. Wenn du eine kaputte Schnur und ein heiles Vorfach nimmst, dann reißt du unter Umständen die Schnur. Nee, so meine ich das nicht. Wenn ich für ein Vorfach, das ich herstellen will, eine Ach so, kaputte ja. Schnur. Ja, Also. musst du eh. Ich fütter das nicht aus der Schnur, sondern aus dem. Doch, hast du kein Chlorkarbon rumfliegen. Fluorcarbon-Schnur nicht, nee. Ach so, für Dingens ist das besser, ne? Nicht geflochten. Ja, okay, stimmt. Ja, aber nur für Vorfächer, weil man den halt kaum sieht. Was verkaufen die für Vorfächer? Gibt es da irgendwas? Verkaufen die nicht 9,2er Fluorcarbon oder sowas zufällig? Gucke ich jetzt mal eben. Gewöhnliche Fluorcarbon haben die nur die beiden. Ne, 7,7 und 10 Kilo. Und das andere ist. Ne, 6,4 und 11,6. Aber warte, dann hole ich. Ach so, die eine kann ich ja zurückgeben, hast du gesagt, ne, wenn ich die nicht benutze. Hier, die gebe ich nämlich jetzt zurück. Sehr schön, kriege ich auch die Kohle wieder.
Und bei geflochtener für Vorfächer, da reicht ja 100 Meter, ne? Ach, guck mal hier, 9,1. Ja, ich würde die Vorfächer immer noch nicht ausgeflochten haben. Nicht geflochtener, wo bin ich denn? Ach, Flur, ja, sorry. Neun Komma drei. Aber dann sind die fast 0,4 Millimeter dick. Egal. Ja? Oder was heißt, es ist egal, dünner ist besser, aber das ist ja nur vorne, das hat jetzt nichts mit deiner Schnurlänge zu tun. Ah, okay. Ja, dann Das denke hat eine ich. Scheuchwirkung halt. Aber du kannst davon ausgehen, dass halt ein Fluorcarbon mit der Durchmesser wird eine geringere Scheuchwirkung halt, einmal das halt hinten geflochten. Ja. Nee, dann nehme ich die hier jetzt. 9,3. Und dann stelle ich mal ein paar her. Neuner Haken gibt es auf jeden Fall. Wirbel. 9,6er sind dieser Haken. Oder dieses Zubehör ist Haken, ne? Ja, 9. 6er hast du ja auch. Ja. Was für eine Länge würdest du machen? 50 mache ich meistens. 50? Wow. Tragfähigkeit 9,350 cm Länge, korrekt. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal ein paar davon. Ein paar Zehner rumliegen, nur weil ich mich verklickt habe, ich Vollidiot. Eine Packung Wirbel gespendet, ne? So kann das gehen. So, Vorfach 9,3. Boah, ich hoffe, ich habe mich da nicht ganz verrechnet. 12 Kilo und 17,2% Verschleiß. Kannst du das auswendig sagen? 20% wären 2,4. Ja, genau. Und das Minus, dann wärst du bei 9,6. Und da bin ich drüber. Deswegen 9,3 ist doch okay. Sehe ich auch so. Bitte? Müsste gehen, ne? Laut Cool, halt auch Adamo. sonst verlierst du eine Schnur mit 17% Versteiß, also. Ist halt, ja. Ist auch nicht so tragisch, meinst du? Dann ist das halt. Ja, die Schnüre sind schon echt scheiße teuer. Ohne Witz, das finde ich brutal. Nee, ne? Nein! Mein Happy Hour Bonus. Scheiße. Aber wickelt sich nicht mehr so schnell ab, die Spule, ja? Nee, das nicht auf jeden Fall. Nee, mein Happy Hour Bonus, das meinte Ich weiß, aber warum? ich. Ach so, du wolltest die gut dahinlegen. Ja, genau, ich wollte die eigentlich nur ablegen. Ja, und das mit dem Weitwerfen, das, ja, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich dachte, du hättest jetzt die andere Schnur draufgepackt, hättest mal kurz getestet, ob das jetzt wieder so ist wie vorher wirklich und damit das jetzt rausgelöst. Oh, Aber das. wenn die Angel wirklich auswerfen wollte, das hat das ja wenigstens noch halb Sinn. Ich wollte die tatsächlich auswerfen, das stimmt. Deswegen sage ich ja, aber trotzdem unvorbereitet. Ich hätte das anders gemacht, glaube ich. Ja, oder weiß ich nicht. Hast du aber nicht. Ja, das ist ja das Problem. So, Schnauze voll mit die Kacke hier.